Einen echten Hingucker gab es am Dienstag, dem 16. Mai, auf dem Magdeburger Alten Markt. Aufmerksam machen sollten die drei Damen auf eine Veranstaltung in der Industrie- und Handelskammer, das Auftaktforum zur Reihe Unternehmen Marketing. Entstanden durch eine Kooperation der IHK, der Handwerkskammer Magdeburg und des Enterprise Europe Network Sachsen-Anhalt stand die Auftaktveranstaltung unter dem Motto »Das richtige Rezept für größere Brötchen«. Augenscheinlich wurde der Leitspruch nicht nur bei einigen Messeangeboten, sondern auch bei diesem ausgefallenen Kleid, designt von Caroline Goldmann von Lady Caroline Modedesign aus Magdeburg. Kreativität und ausgefallene Ideen sind zwei Säulen guten Marketings. Und dass das heutzutage wichtig ist, soll auch diese Veranstaltung zeigen. Ich finde das richtig gut, dass gerade dieser Bereich auch mehr zum Tragen kommt, denn es ist in der Tat so, dass bei vielen das Bewusstsein noch nicht da ist, dass Marketing das A und O ist. Viele haben ganz tolle Produkte, gerade hier bei uns im Land sehen wir das immer wieder. Es gibt unwahrscheinlich innovative Unternehmen mit ganz tollen Fachkräften, die neue Produkte aus dem Boden stampfen, aber am Marketing wird es dünn. Und in der Außenwirkung gibt es hier noch eine ganze Menge zu tun und dieses Bewusstsein wollen wir von der IHK einfach stärken und deswegen ist es wichtig, solche Veranstaltungen anzubieten, das Netzwerk aufzubauen und für die Unternehmen auch das Bewusstsein zu stärken, dass das Marketing das A und O ist, um ein Produkt dann auch an den Mann zu bringen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Agenturgeschäftsführerin Antje Schmidt gab es im Saal für 105 Unternehmerinnen und Unternehmer einige Vorträge zu hören. Den Anfang machte Professor Dr. Antje Britta Mörstedt. Sie ist Professorin an der privaten Hochschule Göttingen und sprach über die verschiedenen Generationen von Nutzern digitaler Inhalte und wie man sie am besten erreicht. Dann folgten Beispiele aus der Praxis. Mike Berke, Geschäftsführer der Harzdrenalin UG, sprach über den Einfluss des Hörfunks bei seinem Unternehmenserfolg. Modelagenturchef Holger Salmen erzählte von seinen Erfahrungen mit seiner Modenschau Modavision, die er seit 12 Jahren in Magdeburg organisiert. Auch Michael Engling von Michelino Kleines Wohnen aus Salzwedel sprach über seine Erfahrungen und darüber, warum man sich nicht scheuen sollte, Hilfe beim Marketing zu suchen. Man braucht da schon irgendwo begleitende Personen, die wirklich Profis sind. Ich habe selber versucht, um Geld zu sparen, um einfache Ideen mal umzusetzen, Schriftzüge auf Papier zu bringen, Logos zu entwerfen. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, doch wichtig, dass da jemand an deiner Seite steht, der das tagtäglich damit sein Brot verdient, da an der Front steht. Das ist so nicht einfach. Man kann kreativ sein, aber man muss eben auch jemanden haben, der dann auch wirklich sagt, los, wir setzen das so und so um. Während die Marketing-Experten von übermorgen sich noch etwas ausruhten, ging es nach der Mittagspause in die verschiedenen Fachforen. Die Themen waren smartes Online-Marketing mit Michaela Binder aus Salzburg, Augmented Reality und ihr Einsatz im Marketing mit Georg Rieger und der Ratgeber in 10 Minuten zur neuen Produktidee mit Antje Schmidt. Doch auch wer einmal eine gute Idee hat, darf nicht locker lassen. Nö, man muss dabei bleiben, wie jeder andere auch. Man muss sich dem stellen und das in seine Techniken oder Methoden und Arbeitsweisen mit einbauen. Ich sehe das als Möglichkeit, sich wiederum auch neue Gedanken zu machen, wie ich meine Arbeitsprozesse mache und Leute und Kunden überzeuge. Und wer nicht dranbleibt, hat irgendwann Pech. Ich glaube ja. Ich glaube, ein bisschen muss man immer dranbleiben. Ich glaube, so ist aber auch das Leben irgendwie.